Richtig Reiten wird Ihnen präsentiert von der Nürnberger Versicherung, Ihrem verlässlichen Partner im Pferdesport. So, mein Name ist Markus Lemmle, ich bin Pferdewirtschaftsmeister und bin hier auf dem schönen Hof Gut Alpfürn seit 2018 Gestütsleiter und habe bereits im Vorfeld vor dem Hof Gut Alpfürn schon eine Fachschule für Reiten geleitet, sprich schwerpunktmäßig mit der Ausbildung von Trainer C, B und A, was hier eben auch aktiv ja jetzt durchgeführt wird. Wir sind ja die einzigste private Fachschule in Süddeutschland und bieten hier eben auch diese Lehrgänge an. Neben meiner Tätigkeit als Ausbildungsleiter bin ich eben ja, für alle Bereiche hier auf dem Hofgut, die mit Pferd zu tun haben, der Pensionspferdehaltung und natürlich auch die Unterstützung der sportlichen Abteilung, die Helmut und Marian unter sich haben. Also wir haben jetzt hier zwei Auszubildende vom Hofgut Alpfürn. Einmal auf dem braunen Pferd die Melanie Kuhlmann. Die ist bereits im dritten Lehrjahr auf einem erfahrenen Pferd, auf einem 12-jährigen Wallach, der hier auch mit dem sportlichen Bereich im Einsatz ist. Und die Linda Biggen, die im ersten Lehrjahr ist, auf dem Fuchs. Die sitzt auf einem Lehrpferd von der Reitschule. Und der Schwerpunkt heute soll sein, dass wir einfach von der Basis, an der Basis den leichten Sitz zeigen, warum er auch wichtig ist, auch das Einwirken aus dem leichten Sitz mit kleinen Stangenelementen, also genau einfach den Schwerpunkt Gleichgewicht, Losgelassenheit, weil ich immer wieder feststelle, dass der leichte Sitz von der Grundlage her doch noch Defizite aufweist. Wenn man dann über die höhere Sprünge reiten möchte, ist das einfach eine wichtige Grundlage, um dann auch richtig aufs Pferd einwirken zu können. Einfach mal ein paar Trab-Galopp-Übergänge im ersten Schritt und im zweiten Schritt machen wir da mal so ein bisschen zulegen, einfangen. Ja, also bei Linda auf dem Fuchs sieht man jetzt schon, dass sie so ein bisschen die Schwierigkeiten hat, das Pferd immer so ein bisschen aus dem Sitz vor sich zu bekommen. Genau, und das Problem, das Linda gerne immer so ein bisschen hat, dass sie mit dem Oberkörper sehr, sehr gerade bleibt. Sicherlich muss auch im leichten Sitz das Gesäß am Sattel bleiben. Nichtsdestotrotz, genau, ist wichtig einfach so in den Übergängen, das Gleichgewicht ist A und O und da kann man sich ja immer sehr gut das auch als Vergleich nehmen, wenn ich mir den Reiter ohne Pferd vorstelle, würde er quasi auf dem Boden stehen bleiben. Denn da versuchen wir die Übergänge jetzt einfach mit dem Oberkörper so ein kleines bisschen mehr vorne zu bleiben und auch das etwas mehr vom Tempo her etwas fleißiger, die Übergänge so ein bisschen mehr ins Vorwärts und trotzdem den Oberkörper so ein bisschen mehr die Tendenz ins Vorwärts, dass die Wade dran bleibt. So, Schulterblätter bleiben hinten und jetzt einfach im Übergang trotzdem den Oberkörper so ein bisschen vor. Ja, der war schon fließender. Egal, nicht schlimm. Wieder auf den Takt achten und so nochmal. Also wie gesagt, dass man einfach auch den Oberkörper, das Gleichgewicht, auch da hat man jetzt schon gesehen, dass das Angaloppieren fließender erfolgt ist, obwohl sie nur mit dem Oberkörper minimal vorgegangen ist. Viele verstehen leider unter dem leichten Sitz immer automatisch Gesäß weg vom Sattel. Das muss gar nicht sein, aber das Gleichgewicht mit dem Oberkörper. Melli, mach mal du auf diesem Zirkel. Gut, Linda, einmal kurz durchparieren. Auf dem Zirkel mal zulegen, Galoppsprünge verlängern und einfangen. Wichtig auch immer so ein bisschen, ja auch da, ruhig mit dem Oberkörper nochmal ein bisschen vor. Schulterblätter hinten lassen. Oh. Bei Melanie sieht man jetzt, dass das Fundament schon auch stabiler ist, was bei Linda dann gern mal noch so ein bisschen vorrutscht. Und dann kommt sie auch da in den klassischen so Tendenz Stuhlsitz und die Hände werden so ein bisschen fest dann. Immer wieder darauf achten, Linda, Unterschenkel zurück, Oberkörper ein bisschen vor. Gut, Linda, einmal noch einen Übergang und dann durchpacken zum Schritt und Handwechsel. Genau, Melli noch einmal angaloppieren und nochmal so zulegen, einfangen und noch ein bisschen deutlicher mit dem Oberkörper vorne bleiben. Schulterblätter zurück, genau, gut. Melli, einmal ganze Bahn und die lange Seite mal mit dem Oberkörper noch deutlicher entlasten. Also auch hier ist einfach wichtig, dass der Reiter in jeder Situation, was ein erfahrener Springreiter instinktiv macht, was aber das Hänschen erst lernen muss, einfach mit dem Oberkörper sich dann auch der jeweiligen Situation anzupassen. So, nächste lange Seite ruhig noch einmal.
noch etwas mehr die Galoppsprünge verlängern und sogar noch etwas mehr vor mit dem Oberkörper. Schulterblätter dabei hinten. So, und jetzt zum Aufnehmen brauchst du dich nur etwas aufrichten. Sie knickt jetzt auch so ein bisschen ein. Auch da muss man natürlich immer wieder drauf achten. So, gut. Einmal durchparieren zum Scherritt. Terab und Scherritt. Auch da gleich wieder den Übergang. Genau, Melli, auch wieder aufpassen, dass du nicht links einknickst in der Hüfte, gerade an der langen Seite. Gell? Also auch hier einfach, was ich zunächst versuchen will, mit Übergängen und Übergängen innerhalb der Gangart, auch, dass eben der Oberkörper mit zum Treiben dazugehört, aber nicht in der Form von Schieben, was viele dann probieren, sondern eben auch in der Form von den Oberkörper eher tendenziell etwas nach vorne zu nehmen. Gut, also wir machen jetzt weiter mit ein paar einfachen Trappstangen, auch hier für Gleichgewichtsschulung und Losgelassenheit. Wir reiten erst im Leichtraben drüber und gehen dann quasi in den leichten Sitz, in die Grundposition. Einfach fleißig über die Stangen traben, vorher schon auf den Takt achten. Ja, du darfst das nächste Mal noch mehr mit dem Oberkörper vor, auch beim Leichtraben. Also auch da ist wirklich, soll das Gleichgewicht geschult werden. Man sieht jetzt auch bei beiden, dass sie noch recht gerade sind. Ihr dürft noch mehr vor mit dem Oberkörper. Genau, also wirklich diese Übung dient natürlich gerade diese ersten zwei Punkte vom Ausbildungsweg her, Gleichgewicht und Losgelassenheit, die natürlich elementar sind. So, noch ein bisschen vor mit dem Oberkörper. So, kann auch das Pferd noch mehr den Rücken öffnen. Gerade, so, das macht nichts aus. Kein Problem, Schulterblätter wieder zurück. Wir kommen nochmal und jetzt nicht leicht traben und deutlich entlasten, ganz deutlich entlasten, den deutlichen Druck in Absatz und den Oberkörper deutlich im Gleichgewicht bleiben, den Oberkörper deutlich vor die Senkrechte. Gerade, Blickrichtung geradeaus, jawohl, das war besser. Da sieht man jetzt auch, dass das Bügelmaß, so, beide nochmal und noch deutlicher. Ja, da sieht man jetzt auch bei der Linda, dass das Bügelmaß noch ein Loch kürzer sein dürfte. Ich weiß, in der modernen Springreiterei ist mir sogar wieder dabei, den Bügel etwas länger zu machen, um noch mehr mit dem Schenkel dran zu kommen. Aber in der Basisarbeit, so, das war besser. Also immer so das Gesäß zum Sattel und Bauchnabel zum Widerrist. Gott, jawohl. Da sieht man jetzt auch, wie beide Reiter anfingen, gut einmal durchparieren zum Scherritt. Hat man jetzt auch gemerkt, wie beide Reiter noch mehr in das Fundament gefedert haben. Gut, das, was wir jetzt mit den Trappstangen, auch Gleichgewichtsübungen gemacht haben, wollen wir jetzt natürlich hier mit den Cavalettis im Galopp fortführen. Linda, geh einmal linke Hand und komm aus dem Galopp die zwei Cavalettis im Abstand von 6 Meter mit einem Galoppsprung und gleichmäßig rhythmisch über die zwei Cavalettis galoppieren und dabei gucken, dass du dich schön ausbalancierst über das Fundament, über den Druck, über den deutlichen Druck im Absatz. Und das Pferd auch hier im leichten Sitz vor den treibenden Schenkeln behältst. Deinen Weg anschauen. Ja, da sieht man jetzt, dass sie, genau, im zweiten Cavaletti war es schon besser. Nicht aufstehen, sondern das Gesäß am Sattel lassen. Noch einmal. Das Gesäß mehr am Sattel lassen. So, gut. Einmal durchparieren zum Trab, kommst einmal zu mir. Man hat jetzt gesehen, dass gerade in der Phase über den Cavalettis der Bügel vom Maß doch noch kürzer sein dürfte. Kommst einmal kurz zu mir, dann verschnallen wir den Bügel, machen ihn mal ein Loch kürzer und gucken, ob wir eine Veränderung sehen, dass wir dich noch stabiler, die Losgelassenheit wird jetzt schon besser, dass wir dich noch stabiler bekommen. Einmal versuchen mit Fuß im Bügel, genau, den Bügel zu verschnallen. Kürzer zu machen. So, drucken. Genau, lass ruhig, das geht es. Jetzt helfe ich dir auch. So. Gut, also das Knie darf da ruhig an der Pausche sein, dass wir da auch den. Jetzt kann ich hier rausgehen. Jetzt schneller. Den deutlichen Druck in Absatz bekommen. Genau, also wie gesagt, immer das Gesäß
das Gesäß leicht nach hinten und den Bauchnabel zum Widerrist. Und die Hände aufpassen, nicht zu breit werden. Die Hände Richtung Pferdemaul, nur so viel, wie es die Dehnung erfordert. Wir probieren es nochmal, Absatz wieder tief. Machen dieselbe Übung noch einmal. So, Schulter, Ellenbogen wieder an Körper, wieder den Galopp, fleißigen Galopp. Ja, das ist auch das Fundament bei so nochmal. Das Fundament wird stabiler und dann kann die Reiterin auch noch mehr in die Bewegung eingehen. Ja, jetzt löst sich die Linda mehr und mehr auch durch die Cavaletti-Arbeit und dadurch natürlich auch das Pferd. So, prima. Durchpacken zum Trab und zum Scheritt und loben. Man hat jetzt auch gemerkt, dass sich dadurch natürlich schon nur durch den Sitz auch das Pferd viel mehr löst, auch die Galoppade gleichmäßiger wird und das Pferd zufriedener. Wir machen es einmal noch mit der Melli. Melli auch, einmal linke Hand im Galopp. Auch da ist gerade insbesondere jetzt die Losgelassenheit immer wieder bei Melli wichtig, dass sie da in der Mittelpositur loslässt und dann auch auf die Bewegung eingeht. So, du darfst auch Melli vor dem Galoppier etwas mehr fleißiger und dann mal vor dem Cavaletti schon etwas mehr entlasten. Ja, genau, da Feder in den Absatz, in das Fundament federn, aus dem Schenkel mehr treiben. So, genau. Einmal noch in die Wendung sitzen und noch mehr nach unten federn, schön loslassen in der Mittelpositur, Schulterblätter. So, das war etwas besser. Auch durchparieren zum Terrap und zum Scheritt und loben. Also ich finde, bei der Linda war es noch so ein bisschen deutlicher, wie sie losgelassen hat über den Cavalettis und dann auch mehr und mehr in die Bewegung eingehen konnte. Melli blieb noch so ein bisschen fester in der Mittelpositur. Also wir versuchen das jetzt einmal zu verbinden, das heißt die Trabstangen und dann die Cavalettis aus dem Galopp, jetzt auf gerader Linie, also auch hier das Angaloppieren aus dem leichten Sitz heraus. Wir fangen wieder an mit Melli. Genau, kommst in großem Abstand hinterher, Linda. So, genau, schön da jetzt wieder ganz lässig in den Absatz federn. So, prima, jawohl, jetzt löst sich auch Melli hier so langsam und geht auch geschmeidiger mit in die Bewegung. Kein Problem, Ellenbogen wieder am Körper und einfach ein bisschen aufrichten. So, natürlich wäre wünschenswert, dass wir auch den Handgalopp halten. Das nächste Mal wirklich gerade bleiben und darauf achten, dass du im Rechtsgalopp bleibst. So. Jawohl. Prima, ja, jawohl. Jetzt wird auch, Melli löst sich jetzt auch, wie gesagt, von Einheit zu Einheit mehr, auch der Übergang zum Trab zwischendrin ist jetzt ganz geschmeidig. Ja, da rutscht sie immer noch rüber. So, wir machen das nur Linda noch einmal, Melli einmal Schritt. Linda, lass dir mal noch mehr Zeit bei dem Angaloppieren zwischen Trab noch mal über den Trabstangen leicht und lass dir in dem Angaloppieren zum Übergang zum Galopp Zeit. Ja, so. Ganz gleichmäßig. So, jetzt ein bisschen rechter Schenkel vermehrt. Ja, da. Ja, und jetzt hier in Ruhe eine Volte rein. In Ruhe eine Volte und aus dieser Volte heraus dann rechts angaloppieren. Wenn man die Übung natürlich auch zu oft wiederholt, dann passiert, dass die Pferde so ein bisschen wissen, was kommen und auch so ein bisschen so. Jetzt in die Wendung, gerade. Ne, da raus dann geradeaus weiter, aber das macht nichts aus. Vorsichtig. Oh. Äußere Schulter mit vor. Gerade bleiben.
So, guck mal. Jawohl, prima. Dann auch durchparieren. Hinteren Teil wieder so ein bisschen eingeknickt in der Mittelpositur. Ansonsten fein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch zwei Hindernisse. Den Prestigekreuz und galoppieren dann weiter in Ruhe über den Alpführen steil. Kommendes Kreuz jetzt auch aus dem Galopp, weil wir jetzt alles auch im Galopp entwickelt haben. Und dann weiter den Alpführen steil. Okay, wir verbinden diese Arbeit oder führen diese Arbeit jetzt fort mit noch zum Abschluss zwei kleinen Einzelhindernissen. Genau, dass da eben jetzt auch die ganze Arbeit nochmal überprüft wird. So, man sieht jetzt also auch, dass die Melli wirklich auch in die Bewegung schön eingeht. Auf dem Weg, jawohl, jetzt auch mehr und mehr loslässt. Somit auch das Pferd optimal unterstützen kann. War jetzt ein bisschen groß, reit einmal weiter den letzten Hof, den Hofgut Alpführensprung nochmal in Ruhe, Galopp korrigieren, nur den einzeln nochmal. Ja, und wenn, jetzt, wenn du merkst, es wird groß, brauchst du dich ja nur ein kleines bisschen aufrichten. Einfach über den leichten Sitz auch einfach ein bisschen aufrichten. So, guck, jawohl, Blickrichtung geradeaus. Also da werden wir jetzt in der weiteren Arbeit einfach noch weiter an der Losgelassenheit arbeiten. Jawohl, und dann hat man jetzt auch sehr schön gesehen, dass dann das Pferd auch im richtigen Galopp landet, wenn der Reiter jetzt auch in der Achse gerade bleibt. Prima!